Uwe, fällt dir was auf? Nö. Fällt dir gar nichts auf? Nö. Du fällst hier so ein bisschen aus der Reihe. Ich meine, wenn du da mal rüberschwenkst, Christian, wenn du einfach mal so hinter dich schaust, was fällt dir auf? Mittelgroße Person und große Mädchen. Eine ziemlich lange Schlange. Wir sind bei der großen Leuteparty im alten Wartesaal. Willkommen bei Nachtschwärmer. Alle drei Monate zieht es die großen Mädels und Jungs in den alten Wartesaal am Kölner Hauptbahnhof. Einlassbedingung: sie muss mindestens 1,80 Meter und er 1,90 Meter messen. Für Uwe machen wir mal eine kleine Ausnahme. Den brauchen wir noch. Drin schieben sich 500 Partybegeisterte über die Tanzfläche. Ein Bild, das wir aus anderen Diskotheken kennen. Jetzt kommt Uwe ins Spiel. Um ihnen einmal die Größenverhältnisse zu demonstrieren, zappelt der 1,68 Meter Mann eine Runde mit. Ich habe gerade mit einem großen Mann gesprochen, der ist irgendwie so 2,10 und er meinte, was ich total cool finde, ist, ich kann hier endlich mal aufatmen, weil sonst muss ich immer nur runtergucken. Geht euch das auch so? Ja, definitiv. Man fühlt sich hier halbwegs normal und wird nicht angestarrt wie in einer normalen Disco. Also man kann hier einfach so sein, wie man ist. Also normaler Mensch. Könnt ihr da ganz kurz eure Körpergröße sagen? Wie groß bist du? 1,94. 2,5. 2,06 Meter. 1,96. Du bist ja die Kleinste fast. Nee, du bist die Kleinste, ne? Ja, ist schlimm. Jetzt mal Uwe, du? 1,86. 1,86? Ja. Ja. 23 Uhr, die Stimmung wird immer besser. Die meisten Gäste kommen alle drei Monate zur Party. Dementsprechend entspannt ist die Atmosphäre. Was magst du besonders an dieser Party? Also die ist schon ein bisschen anders, weil die Leute, die so groß sind, die haben ja normalerweise im Job immer diese Bewegung nach unten. Wenn ich jetzt hier hingehe und sehe große Frauen und große Männer, kann ich mich eigentlich mal entfalten, da fühle ich mich gleich wohler, das geht allen so. Und deswegen ist die Stimmung auf große Leute Party immer viel besser als auf anderen Party. Total relaxed. Das ist wirklich, mir schon ein paar Mal aufgefallen. Wie groß bist du? 1,99 Meter. Welche Schuhgröße? 47. 47 habe ich auch. Willkommen im Club. Natürlich geht's auch hier ums Flirten. Wer würde sich nicht kurz vor Weihnachten über einen Partner auf Augenhöhe freuen? Woher kommst du? Aus Leipzig. Musst du aufpassen. Extra für diese Party? Ja. Warum? Ja, weiß ich, das ist mir wert. Da kannst du Streifenparty machen. Würdest du dich freuen, jemanden kennenzulernen? Ja. Ja. Bei dieser Party ist die Körpergröße Gesprächsthema Nummer 1. Mein Freund ist 1,82. Hey! Also, ne? Und das ist mir so egal. Kriegt ihr Blicke in der Stadt? Ja. Am Anfang war es ungewohnt und hat ihn gestört und jetzt hat er sich daran gewöhnt. Also für mich ist das ja auch, ich kenne das ja. Ich kenne das ja gar nicht anders. Aber für ihn, normalerweise wird er eben nicht angeguckt und mit einer großen Freundin schon. Aber er hat gesagt, das ist es wert. 2 Uhr, einer der schönsten und nettesten Abende, die wir als Nachtschwärmer miterleben durften, geht zu Ende. Die nächste große Leuteparty steigt übrigens am 2. Februar 2011. Ja, das war unser allerletzter Nachtschwärmer on Location. Es gibt noch ein Best-of in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss! Nachtschwärmer.